Wunderschönen Freitag. Willkommen zurück. Town of Silent Ring, diesmal als Echse. Mafia. Natürlich musste ich das mal werden. Die Woche war bisher eine Katastrophe. Ja. Beschissene Mitspieler, selbst nicht gerade den besten, die beste Woche gehabt. Komplett teilweise dumme Entscheidungen wahrscheinlich auch getroffen. Jetzt als Framer unterwegs. Mit dabei ist Riven, der Vollidiot aus der letzten Runde. Wir haben 4 Mafias. Framer und Forger. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall so machen, dass nur einer von uns unterwegs ist. Und die Frage ist natürlich, gibt es einen Spy oder nicht? Wenn es einen Spy gibt, würde ich nicht visiten gehen, weil dann kriegt er zu schnell raus, wer Ding ist. You feel that someone can hear your conversations. So viel dazu. Das heißt, wir werden auf jeden Fall zu Hause bleiben, nichts tun. Und schauen, was passiert. Mafioso ist gejailt. Godfather will Dax tot sehen. So viel gelabert einfach. Wollen wir mal schauen. Wir sind Maggie Jordan aus Newstime. Wir haben nichts gemacht, der Forger auch nicht. Das ist gar nicht so dumm. Nur Dax ist tot. Im besten Fall war er Spy, aber man weiß sowas ja nie. Es gibt einen letzten Willen. Und er war Spy. Sensationell. Er wusste es halt direkt. Spy raus. Ein Anfang. Jetzt ist natürlich mein Sheriff-Claim wieder gefährlich. Deswegen werde ich auf Doktor wechseln. Bei Town, IQ und Potato. Keiner von uns. Von daher haben wir hier unseren Executioner gefunden. Okay, Lucky, Luke, Eva, N.E., N.K. oder Mafia, I'm Survivor. Ein Survivor-Claim. Gut, das heißt, der andere ist Chester. Weil er sagt hier Lucky, Luke, Sheriff, Exe, Werwolf. Aber da kann er kein Chester sein. Spy kann kein Target sein von einem Ding. Doch kann er, Jailer nicht. Denen ist schon klar, dass er confirmed ein Lügner ist. Das ist halt jetzt schon dumm, ihn zu wählen. So ganz nebenbei. Finde ich. Er ist halt kein Executioner. Aber er muss Executioner sein. Das ist so dumm gerade. Also wahrscheinlich war er Executioner und jetzt ist er halt Jester geworden, weil der Spy sein Target war. Mein Spy müsste noch möglich sein als Target. Ja, nur Mayor und Jailer nicht. Und er kann aber auch kein Target als Survivor haben, das ist richtig. Aber wir wissen, er ist halt kein Ding. Wir wissen, er ist kein Mafia. Er hat Lookout geclaimed, also. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich bin verwirrt. Vielleicht sollte ich weniger Toss spielen am Stück. Ja, ist ja klar, dass er kein Lookout ist. Der andere sagt, er ist Sheriff. Ne, ist ja echt Survivor. Was ist das denn? Ich bin, keine Ahnung, überfordert. Ich bin überfordert. Natürlich kann er immer noch unsere Unterhaltungen hören. Deswegen ist das so eine Geschichte. Wer war denn der Invest-Claim? Den würde ich gern protecten angeblich. Kit Kalak. I got it, sagt Jester's Crest. Omar wird sterben, auf Wiedersehen. Wenn das Jailer ist, dann sage ich Hex. Ganz eindeutig, dann sind's Hex.
mit Ankündigungen, die rauskriegen, Omar und Lucky Luke sind tot. Gut, der Jailer wird Lucky Luke jetzt exekutiert haben, weil er offensichtlich ein Lügner ist. Oder er hat gewetchbaitet, das wäre wieder lustig. Dann wäre der Jailer nämlich jetzt nutzlos. Survivor down, Ivan. Komm, bitte sei einfach ein Veteran, der gebaitet hat. Flaming Witch. Oh, bitte sei Town. Er ist Vigilante. Der große Toss-Gott hat es jetzt doch mit mir gut gemeint. Jetzt wäre es sogar egal, ob der Jailer down ist oder nicht. Jetzt wäre mir sogar ein Investigative down noch lieber. Jetzt mal ohne Scheiß. Der ist doch am Hacken. Ja, da muss man ihn reporten. Den Lucky Luke, das ist korrekt. Ich bin ein bisschen... Okay. Dann ist übrigens auch der andere confirmed Lügner. Vielleicht ist er ja Executioner gewesen. Ich meine, wir werden ihn hochwählen, er gehört nicht zu uns. Von daher wähle ich ihn natürlich. Oder es gab einen Transporter oder eine Hexe. Schön auch, dass keiner den letzten Willen in irgendeiner Weise vom Mafioso irgendwie im Kopf hat. Weil hier Claims Witchy. Oh, wenn sie jetzt ihn hängen, ist das cool. Ich will halt nicht selbst guiltyen, weil das kann einfach zu sehr Jester-mäßig sein. Geil, nur Guilties. Wenn er echt Retri war, läuft das perfekt gerade. Aber warum claimt der Invest als Retri? Das ist so dumm. Slash W. Oh, Arson ist down. Natürlich nach 3 auf den Williams. Jet Jaguar. Oder hieß doch Jaguar. 4 Votes, No to Evil 5 Votes. Wir haben die Votes. Oh, es gibt noch ein Ding. Riven ist der echte Retri. Aber er kann nichts machen. Das heißt, wenn jetzt noch Neutral Evil lebt, haben wir gewonnen. Ich habe aber, ich wurde kontrolliert, deswegen konnte ich nicht heilen. Wenn es jetzt ein Neutral Evil gibt, ist gut. Nö. Neutral Evil darf nicht mitmachen. Ich hoffe jetzt, dass der Neutral Evil sagt, er wird nicht mit der Town wählen, dann gewinnen wir das easy.
Oh, noch ein Spy. Ludwig will machen einfach nichts. Er kann nicht exekutieren, er hat einen Tauni gekillt. Perfekt. Jetzt müssen wir nur einen töten. Ist Soul Jelly eigentlich da? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil er drückt halt auch nichts. Deswegen. Jetzt darf nicht nur Tulive gestorben sein. Wenn jetzt ein Tauni tot ist, haben wir die Vote. Mit dem Tulive zusammen. Wenn er noch Executioner ist, noch besser. Und dann wenigstens versöhnlicher Abschluss in dieser Woche. MD? Oh, das wäre super, aber der Wille kommt zu spät eigentlich. Mit Night 4. Jawohl. Das Ding ist durch, jetzt läuft's. Dieses dauernde Caps Lock ist auch nervig. Get 12, jawohl, Jesus Christ ist Executioner. Er gehört nämlich nicht zu uns, von daher wem wir riffen, dann gewinnt der auch und dann ist alles gut. Solange Neutral Evil nichts macht, ist gut. Oh, Transporter Claims, das ist schwierig. Report the Witchy. Exe wäre natürlich am besten, aber wir wissen es halt leider nicht. Keine Ahnung. Ich bin auch ein bisschen fertig. Entschuldigt gerade. Jawohl, jetzt haben wir die Votes. Perfekt. Jetzt können sie nichts mehr machen. Jetzt können wir uns eigentlich outen und sagen hier, Neutral Evil, bist du Executioner oder bist du Jester? Naja, den Vigilante wiederzubringen, wäre auch nicht sehr viel besser gewesen. Gravity whispert zu Omar. Omar whispert zu A2B. Luke? Wer ist denn Luke? Ah, Lucky Luke. So, wenn er Transporter, wenn der Jailer ist, gehen wir mal durch. Jailer, Mafia. Das heißt, Gravity oder Jet Jaguar ist Ding. Lass doch einfach den Ding kriegen.
Wir müssen den Jester, den Transporter loswerden. Wenn wir jetzt noch einmal richtig killen, haben wir gewonnen. Ist möglich. Ja, 9 oder 8 ist Ding. Lustig wäre gewesen, wenn ich reintransportiert worden wäre, was aber nicht geht, weil ich gejaded bin. Jawohl, wir haben gewonnen. Sehr gut. Omar down. Alles gut. Jetzt können wir mal fragen. Jetzt können wir einfach drauf loswählen. So, Jelly fragt auch schon hier, bist du neutral evil? Wir gewinnen! Ein versöhnlicher Abschluss. Wie nett ist das denn bitte? Jetzt kommt drauf an, wen sie wählen. Sind sie auf den Jailer gegangen? Ja, sind sie. Jet ist Chester. Mir ist egal, wer gewinnt. Er ist keine Hexe. Transporter raus. Spy stirbt. Wir gewinnen. Ich glaube, der Jet Jaguar ist auch gar nicht da, oder? Hat er irgendwas gemacht, der Chester? In irgendeiner Weise versucht, gelünscht zu werden oder einfach nur da zu sitzen und zu hoffen? Hier fehlt mir so eine Suchfunktion, dass ich nach Personen suchen kann, wer was geschrieben hat. Aber ich glaube, der Jet Jaguar hat nichts gemacht. Noch hier. I need protection. Brauche ich Guilty? Nein, brauche ich nicht. Ja, da hat er recht, da hat er Pech gehabt. Falsch ausgesucht. Hier hat er mich transportiert. Unfreundlich. Aber immerhin, persönlicher Abschluss. Ich habe nichts beigetragen. Nein, kriegt er nicht. Ja. Er hat nichts gemacht? Ah, Jesus Christ hat geliebt rechtzeitig. Haha. Damit gewinnt er doch nicht. Sensationell. Weil er es gelesen hat. Finde ich gut. Der hat nicht verdient, gelünscht zu werden. Danke dafür, dass du geliebt hast, Jesus Christ. Dankeschön, ein Sieg.
Vielen Dank. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute.